Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2 bzw. einer neuen Staffel, und zwar der Staffel 6 und hier die Folge 1. Viel Spaß beim Zuschauen! So, als erstes wollen wir mal den Nahverkehr machen hier in Leipzig. Und dann schauen wir mal, ob ich noch das kann. Stadt. Mittlere Straße. Busstraße. So. Das wird unsere Hauptstraße. So, dann wollen wir Straßenbahn Haltestellen. So, ich würde einmal hier halten. Dann würde ich hier hinten halten. Würde hier hochfahren. Und da erreichen wir die. So. Die erreichen wir von hier. Dann brauchen wir Schienen. Gebäude. Straßenbahn. Ja, das setzen wir uns. Hier in den Wald. Gar nicht elektrisch gemacht. So. Und da haben wir unsere erste Linie. Neue Linie. Nahverkehr Leipzig 1. So, halt. Und Fahrzeuge. Da haben wir schon die. Und da haben wir 5, 6 Stück.
Und die gehen auf die Linie Leipzig. So, und da kommen unsere ersten Straßenbahnen. Wenn wir natürlich das Spiel starten. Und fotografieren war. Nee. Wie war denn das? F12 war das Foto. Ha. So, dann gehen wir mal auf die Straßenbahn direkt drauf. So. Ein Stückchen runter. Und da haben wir ein schönes Thumbnail mit F12. So, und da haben wir unsere erste Straßenbahnlinie. Da steigen wir mal ein. Linge. Jawohl. Und da sind die ersten. Ah, hier haben wir schon eine Ampel. Die Ampel müssen wir mal entfernen. Und hier müssen wir mal noch die Straße ausbauen. So, und haben wir das Ampelentfernungstool schon? Nein. Dann gehen wir hier rüber, Straße, und da haben wir hier die Ampel. Die müssen wir machen. So, damit ich diese Ampel wegkriege, habe ich das natürlich ein Stückchen höher gesetzt. Ja, die müssen sich erstmal eintakten. Da haben wir bloß 4 Haltestellen. Naja, dann wollen wir unsere erste Fernverbindung bauen. Und zwar würde ich den Leipziger Hauptbahnhof. Können wir denn schon bauen, ja, ne? Schiene, Gebäude, hier. Dann würde ich hier herpflanzen wollen. Ah, da können wir was auswählen. 240 Meter, ja, das ist der große. Straße, zweimal Front. Straßenbahn elektrifiziert. Und da drehen wir das ganze Teil mal. Wo haben wir denn so viel Platz? Hier haben wir den Platz. Ist die Kohle im Weg. Das ist überall was im Weg. Ja, dann nehmen wir mal den Straßen. Das ist keine Hauptverbindung.
Ja, wir haben noch keine Einbahnstraßen. So, dann müssen wir diese umdrehen. So, dann brauchen wir noch eine Haltestelle. Warum kriege ich hier keine Haltestelle hin? Was muss ich hier herbeigen? Die Tumor. Setzen und die Tumor versetzen. Oh. So, nach am Bahnhof wollen wir dorthin und dann dorthin. So, dann brauchen wir noch einen Wegpunkt. Haben wir noch was mit Bäumen? Ja. So, jetzt fahren sie ordentlich, wie sie fahren sollen. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier
schönes Vorfeld zaubern. So, da haben wir das auch wieder angeschlossen. Ja, da haben wir Landstraße. So. Jetzt fahren wir zuerst nach Berlin gerade hoch. Straßen. Städtisch. Fahren wir nach Berlin ein bisschen mit Straßen versorgen. Großbahn. Ich glaube, das ging nach oben. Ja. So, den Berliner Bahnhof bauen wir ein bisschen auswärts. Den würde ich hierher setzen. Aber den können wir noch nicht bauen. Person. Haben wir viergleisig. Dann bauen wir mal sechsgleisig. So. Ach, da immer. Kriegen wir hier noch neue Sachen. So, dann brauchen wir wieder Straßen. Ja, da fahren wir auch mal hier so rum. Haben wir denn bei der Straßenbahn Gebäude? Da haben wir noch diese Wände. Das Depot.
oder diese Wende. Nee, genau andersrum. So, dann setzen wir das nämlich hier dran, indem wir das drehen. Muss man erst einmal ein Gleis legen. Da haben wir es wieder. Ja, da bauen wir mal noch eine Straße hier lang. Und legen da auch noch Schienen. So, Haltestellen. Also, wir kommen hier lang. Da können wir erstmal hier halten. Im Wald. Dann halten wir hier unten. Dann halten wir hier. Die erreichen das. So, dann halten wir hier. Und dann halten wir hier oben noch mal. Da haben wir alles abgedeckt. So, da brauchen wir noch ein Depot. Straßenbahn. Das setzen wir hier im Wald. So. Und dann noch ein Stückchen Straße mit Schiene und elektrisch. Und schon haben wir unseren Nahverkehr hier in Berlin. So, dann brauchen wir neue Linie. Nahverkehr Berlin 1. So, und da fahren wir hierher, hier. Und da könnte man noch mal hier irgendwo halten. Ja, das machen wir auch. Haltestellen, da halten wir noch mal hier. So.
Nach dem Marktplatz halten wir noch mal hier. Da haben wir 7 Haltestellen. Ja. Dann nehmen wir 7 Straßenbahnen. Und die schicken wir auf die Linie Berlin. So. Nächster Nahverkehr ist fertig. Und jetzt wollen wir die Verbindung nach Leipzig mit dem Zug. So, Gleise. Ja, ich würde sagen 1, 2, 3, 4, 6 Stück nach rechts. Dann nehmen wir die nämlich gerade raus. Nach links. Und die gehen gerade nach Berlin. Aus dem rausziehen. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier eine schöne große Weiche reinkriegen. Warum kriegen wir das nicht schneller? Fangen wir hier an. Aha. Da brauchen wir noch 2 Gleise. Wo ist denn die? Das geht nicht.
Ne, dann machen wir das so. So, jetzt müssen wir noch hier die DKWs aktivieren. Und da können wir in alle Richtungen. Dann brauchen wir Signale. Wir haben HP-Signale. So. Die setzen wir hier an die Bahnsteige. Ne, die setzen wir hier vorne hin. So, aber ich will ja. Ne, das ist schon richtig. So, und jetzt könnte man hier vorne noch nee. Brauchen Gleise. Da haben wir da schon mal einen Anschluss. Und können hier hochfahren. So, hier haben wir es natürlich ein wenig einfacher. Hier ziehen wir die mittleren Gleise einfach raus. So, und eins, zwei, drei, vier. So. Jetzt nehmen wir die Straße ein paar Gleise. Jetzt bauen wir hier eine Brücke. So, Straße. Was haben wir denn? Wir haben noch nicht viele Straßen. Landstraße. 1, 2, 3, 4. Eine Brücke. So, was haben wir denn schon für Brücken zur Auswahl?
Ja, dann nehmen wir die, aber ohne Strom. So. Und das füllen wir auf. Und hier machen wir einen neuen Anschluss. Und das füllen wir auch auf. So. Und damit das ein bisschen schöner aussieht, machen wir hier dann noch eine Glättung, eine Glättung. So, jetzt können wir mit dem Zug bis nach Leipzig gleich fahren, wenn wir die Gleise verlegen. Müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Ich würde sagen, wir machen hier schräg eine Brücke drüber. Und da gehen wir eins, zwei, drei, vier hoch. Wie kommen wir denn hin mit der Brücke? Naja, keine Pfeiler, das ist nicht gut. Wir wollen schon ein paar Pfeiler haben. Ne, Pfeiler-Eigenbau ist mystisch. Die sieht doch gut aus. Ja, die nehmen wir. So, hier bleiben wir auf Höhe. Also es geht sogar noch höher. Ja, die Straße müssen wir umleiten. Das tut mir leid. Nö, das sieht doch gut aus. Also wir haben die eventuell doch zu tief. Gucken wir mit der Schiffbarkeit. Schiff, Schiff, Schiff hier. Nö, ist schiffbar. Das geht hier noch runter. Wir lassen das mal oben und füllen das auf. So. Aha, wir sind schon zu weit. Haben wir eine 113, das wollen wir nicht. Dann müssen wir schon eher in die Kurve halt, damit wir hier eine 120 kriegen. Genau. So. Jetzt ziehen wir das mit. Sind wir dort. Und jetzt kommen wir von oben gerade runter. Ja,
Kerzen gerade. So weit, wie wir das jetzt hier hinkriegen. Hier könnte man ja jetzt schon in die Kurve gehen. 120, ja. Nee, einen Tunnel möchte ich hier nicht an der Stelle. Das Schacht. Da habe ich nicht aufgepasst. Wir schachten das auf. Dann nehmen wir unser Glättungstool und tun hier ein bisschen terraformieren und schon fahren wir hier schön durch den Wald. Jetzt brauchen wir Signale. Ja, so viele Züge haben wir noch nicht. Na ja, da kann man hier. So, jetzt würde ich sagen, wir bauen in Berlin, weil das so ziemlich in der Mitte ist, unser Depot. Das setzen wir hier her. Gebäude, Depot. Ah, wir können das sogar anders machen. Wir müssen das Signal noch mal cutten. So, Gebäude. So, da haben wir unsere neue Linie. RB. Berlin. Leipzig. Also von hier nach Leipzig. Hui. Ah ja, wir haben hier die DKWs vergessen. So.
Dann brauchen wir hier noch ein Signal. Hier ein Signal. So, warum meckert er immer noch? Wir gucken mal. Linie. In Berlin hätte ich dich gerne auf die 6. So. Und in Leipzig, ach, in Leipzig, der 1 kann man ja nicht erreichen. Das ist klar. In Leipzig hätte ich dich gerne auf die. Müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal schauen. Ich glaube, die 9 müsste noch. Ah, hier. Die 9 ist die äußere. So, das funktioniert. Okay. Dann brauchen wir einen Zug. Fahrzeug kaufen. Haben wir schon elektrische Lokomotiven? Ja, mit 40 km/h, das ist zu langsam. Hier haben wir eine preußische ES51 mit 110. Ja. Die nehmen wir glatt und Passagierwagen für 110 hätte ich gerne. Da haben wir die Hechtbahn. Hier passen 18 rein. So, hier passen auch 18. Was ist hier der Unterschied? Das ist A, B, ach so, das sind die Klassen. Und da wird es schon. Ja, 4 Wagen, 58. Das ist ein bisschen. Neun, nee. Ach, hier passen bloß 11 rein. Elf. Nee, wir brauchen die 18er. Sind wir noch bei gut. Ersteigung haben wir nicht, also zwei Züge, Abfahrt. Ah, auf die Linie noch. So, jetzt haben wir es. Mal nicht so schnell, sonst komme ich nicht nach mit dem Foto machen. So. Das ist
Naja, das muss ich jetzt erstmal einpendeln. So. Oh, mal die der Stadt ein bisschen auf die Sprünge helfen. Das müssen wir kaufen. Jetzt hat es gekauft. Also jetzt sind schon die ersten Leute hier mit der Straßenbahn hergefahren zum Bahnhof und die wollen nach Berlin. So, und da kommt unser zweiter Zug. Den müssen wir jetzt mal ein bisschen besser eintakten. Dann werde ich mal hier abbremsen. Bis unser zweiter Zug
in Berlin eintrifft, damit die so schön in Pendelform können. Wenn er auf der Kreuzungsweiche ist, lassen wir den in Leipzig reinfahren. Da sind sie schön im Takt. So, ein Blick auf die Uhr sagt mir, wir sind schon wieder über eine Stunde am Basteln hier. Na, den warten wir noch ab hier, bis er drin ist. Beziehungsweise auf der Kreuzungsweiche. Dann geht's los und los. So, jetzt können die zwei hier schon mal pendeln. Hier werden immer mehr Leute rangefahren. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Dann lasst mir doch gerne ein Like da und über ein Abo würde ich mich besonders freuen. Und da sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.